Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Remastered Edition auf Seiten der Sowjets. Ganz genau, Leute, und wir waren ja beim letzten Mal hier auf der Insel Elba angekommen und wir bauen uns hier gerade auf. Wir können die Tesla-Spulen bauen, liebe Leute, würde ich sagen. Machen wir das mal, wir haben hier schon zwei Tesla-Spulen stehen. Und ja, wir haben in dieser Mission einen ziemlichen Geldbedarf. Ne? Und die letzte Cutscene war halt mit dem Stalin, die Cutscene. Ja, private Besprechung mit Nadja und so. Ich kommentiere das mal nicht. Ich kommentiere das einfach mal nicht. Oh, da sind blaue Einheiten, okay. Dann lieber nicht. Und dieser Sack. Der vermint hier das Erzfeld, Leute. Seht ihr das? Was zur Hölle? Wer schießt denn hier? Ein Bürger. Ein Joe, okay. Gut, Leute. Bevor der Sack hier wieder mit seinen Minen ankommt, werde ich das hier mal beschützen. Was zur... Ha! Seht ihr, da ist eine Mine reingefahren. Mann. Gut. Kriege ich Mammutpanzer? Ich kriege leider keine Mammutpanzer. Das ist schade, Leute. Das ist echt schade. Schau mal, wir haben Fallschirmbomben hier. Das ist ein Bomber tatsächlich. Wenn ich den jetzt hier drauf schmeiße, machen wir es einfach mal auf diesen Jeep da. Dann kommt ein Bomber hergeflogen und der wirft für uns eine Fallschirmbombe ab. Seht ihr das? Zack. Und der hat sogar getroffen. Ist das nicht geil? Und ja, dann würde ich sagen, 5 Minikin. Pack die mal da hin. Und weiteres Großkraftwerk, bitte. Ja, der überfährt die natürlich direkt, ne? Dieser Sack, das ist natürlich... Der überfährt die direkt, der Penner. Aber gut. Dieses Erzfeld hier, Leute, muss ich vor dem Minenleger beschützen. Unbedingt. Und was macht er jetzt hier? So, Tesla-Spule, die kann dreimal schießen hier. Nix da. Der hat keine Chance, der Typ. Hat er nicht, nein. Und ja. Na, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt und dass es euch gut geht soweit. Bei mir geht es sehr gut. Es ist immer noch dieser Samstagnachmittag und ja, 16:45. Und ey, was macht der denn da? Hörst du auf? Oh, schaut mal da, Leute, schaut mal da. Okay, nächste Tesla-Spule ist fertig und ich brauche noch 4 Yaks. So, dann bau die einfach mal. Und dann können wir weiterhin hier die Karte mit den U-Booten ein bisschen erkunden. Und um zu sehen, wann der Minenleger hier ankommt. Ne? Weil der versucht hier das Feld zu verminen und das wäre scheiße, wenn er das schaffen würde. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Und hier, zack, direkt drauf schießen. Und direkt kaputt machen. Und kaputt machen. So. Nix da. So, Leute. Jo. Der eine Kampfpanzer hier, der schiebt ein bisschen Wache. Und wer schießt hier? Keine Ahnung. Es ist mir auch relativ egal, wer da schießt. Jo. So, wir haben hier ein Spionageflugzeug. Würde ich sagen. Erforsch mal bitte hier, was hier so ist. Ah, schau. Oh, der hat einen Dieb. Der Braune hat einen Dieb. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet, Leute. Dass der Braune einen Dieb hat. Okay, ach du Scheiße. Was will er denn hier mit? Fahr die direkt platt. Nein, um Gottes Willen. Ach, verdammt, das war's mit meinem Panzer. Oh, oder auch nicht. Ja, gut. Der sammelt sich aber da. Das ist nicht so doll. Ich glaube, ich sollte gleich mal... Mach die Verstärkung mal hier hin. Nein. Hör auf. Lass sie mal kommen, da die Minikin. So. Der Panzer ist hier Gold wert, Mensch. Und was kommt da? Ah, schaut mal da. Schiffe. Das sind Schiffe. Da wollte er mich mit nerven hier, ne? So, Leute. Da wollte er mich mit nerven, ja. Aber das schafft er nicht. Was zur Hölle? Mach die kaputt. Da hat er echt meinen Panzer jetzt gekriegt. Gut. Dann brauche ich noch eine Energie und eine Tesla-Spule hier oben.
Und dann sollte das passen, Leute. Ja, Sir. In Ordnung. Dann würde ich sagen... Raketenwerfer. Pff. Nein. Nichts wirklich, was, wovor ich Angst haben müsste. Gut. Ich habe hier mein Team 2. Sehr gut. Meine Flugzeuge, Leute. Dann könnte ich eigentlich noch ein paar... Ach, das war der Bomber, also ich dachte schon. Dann könnte ich eigentlich noch ein paar Einheiten, noch ein paar U-Boote bauen, aber... Ich glaube, wenn das hier... Ich glaube, das ist... Ja, das ist eine Insel. Ich glaube, man kann da außen rum fahren. Und ja, Leute, mach mal bitte die Geschwindigkeit ein bisschen hoch noch. So, zack, weil solange der noch nicht angeschissen kommt, ist alles gut. Wo ich glaube, in dieser Mission wird er auch nicht sonderlich angeschissen kommen. Ne? Wir haben wieder ein Spionageflugzeug. Wir machen hier Schritt für Schritt die Karte frei. Und dann... Ah, draufschießen da los. Geil! Die machen einen guten Job, die U-Boote. Oh, schaut mal hier. Das ist schon einiges, ja. Mit der da die Sammler beschützt. Bomber! Der Bomber kann ich... Ach du Scheiße! Oh nein! Ach, du Penner. Du Sack, ey, wirklich. Das ist ein Penner. Gut, egal, Leute, wir haben den nächsten Test der Spule hier fertig. Und da würde ich sagen, können wir Panzer bauen. Ja, dann können wir tatsächlich Panzer bauen. Und schickt mal die Verstärkung einfach mal dahin. So, liebe Leute. Und da hinten... Ach, Team 2, komm mal her, bitte. Weil Artillerien kann Team 2 platt machen. So. Ach, verdammt nicht, ey. So, seht ihr das? Artillerien direkt wegmachen. Geil. So. Ja, die Flugzeuge, die sind schon mega cool. Nicht auf den Sammler. Seid ihr bescheuert, Leute. Nicht auf den Sammler. Ach, Sammler, jetzt hör auf. So. Ach du Scheiße. Ja gut, dann lass den mal in die Tesla-Spule kommen. Zack. So, liebe Leute. Warum ist die kaputt gegangen? Warum ist die kaputt gegangen? Verdammt nochmal. Was soll das denn? Und warum habe ich kein Geld? Hä? Ja gut, dann lass den hier reinfahren. Ach verdammt. Blöder alliierter Sack hier. Ja, weg damit. Puh, okay. Da ist er schon mal echt angeschissen gekommen hier. So, weg damit. Weitere Marine hier. Ach du Scheiße, Zerstörer. Wegmachen. Mach den weg. Oh, mach den weg. Gott sei Dank. Die U-Boote sind manchmal echt so dumm, ne? Das ist unfassbar. Aber gut, liebe Leute, der Panzer ist wieder fertig. Sehr gut. Hör mal auf, bitte. Ich muss mal bitte ein bisschen reparieren und vor allem die Tesla-Spule fertig kriegen hier. So, wir haben wieder einen Spionageflieger. So, zack. Und die 5 Manneken, die können sich ja mal hier um diese Basis kümmern. Aha. Gut, Leute, der Bomber, der kann diesen Turm da platt machen. So, dann würde ich sagen, versuchen wir es gleich mal die auseinanderzunehmen. Ja, so. Gut, dann macht ihr diesen Turm mal kaputt. Das Blöde ist halt dieser Tarnbunker hier, ne? Das ist halt echt, das ist halt echt die Kacke. Gut, nächste Tesla-Spule bitte. Ha! Was? Ach so, ja, okay. Dann macht ihr noch diesen Gummipanzer da. So. Ja, da... Was ist das denn? Ja, wenn ich bei den Alliierten arbeiten würde, würde ich auch durchdrehen. Wirklich. Das sieht geil aus. Oh Mann. Leute, ich habe gar keine Werkstatt, merke ich gerade. Ups. Upsi. So, liebe Leute, dann... Da versucht das wieder irgendwo, ne? Aber das ist in Ordnung. So. Ich habe hier überall Tesla-Spulen stehen.
So, da würde ich noch eine bauen tatsächlich, eine Tesserspule, und dann können wir uns mal auf den Angriff vorbereiten. Mit unseren mega geilen Panzern hier. Ein Doppelrohrpanzern. Ist der jetzt bald mal voll? So, jetzt ist er voll. Sehr gut. Oh, schau mal, hier ist der Bauhof schon. Ich glaube, das können wir sogar mit den Flugzeugen machen, ne? Das können wir sogar mit den Yaks machen, weil der Bauhof ist eine Attrappe. Schaut mal. So schnell ist das Ding im Arsch. Das hier auch. Die Energie ist echt. Das ist ein echtes Gebäude. Aber ja, wie ihr seht, die Alliierten nutzen hier auch Attrappen. Jo. Würde ich mal sagen. Das soll er mal versuchen. Mit Mannequin auf eine Tesla-Spule. So, es bringt nämlich nichts, Kollege. Gut, dann würde ich sagen, versucht ihn mal platt zu machen. So. Ah nein, die bewegen sich. Ach, verdammt. Shit. Ich dachte, die würden sich nicht bewegen. Na gut. So. Ah nein. Ach, verdammt. Das ist halt bei den Russen jetzt so. Im Moment wäre ich echt verwundbar. Weil die Verteidigung nicht funktioniert, wie ihr seht. Ach, verdammt nochmal. Ach, genau in dem Moment kommt er jetzt natürlich angeschissen, ne? Immer in dem Moment, wo ich keine Energie habe. Das ist ein Penner, wirklich. Aber gut, es ist halt, ja. Da muss man mit rechnen, ne? Wenn man die Energie abschaltet, da muss man mit rechnen, ja. Aber gut, Leute, die Jagd ist fertig repariert. Dann würde ich sagen, baue ich jetzt gleich mal einen Raketenwerfer. Ah, die ist sogar fertig geworden. Sehr gut, Leute. So, zack. Dann baue ich mal einen Raketenwerfer, um das, diesen Tarnbunker da platt zu machen. Und ja, der hier oben, der kann ja noch ein bisschen weiter erkunden. Ich sehe da ganz viel Marine. Und ich hoffe, dass ich zumindest hier oben noch erkunden kann, weil dann haben die U-Boote einen ganz guten Job gemacht hier, muss ich sagen. So, oh ja, der hat einiges. Schaut euch das an. Schaut euch das an, der hat einiges an Marine, ja. Nicht schlecht, Kollege, nicht schlecht. So. Fallschirmbomber. Gehen wir auf die Kaserne, bitte. Und ich hoffe, dass er jetzt nicht durch die gegnerische Basis fliegt. Nein. Wow! Nicht schlecht. Nicht schlecht, Kollege. Wirklich nicht übel. So. Mein Raketenwerfer ist fertig. Das ist sehr gut. Ah, da stehen noch ein paar Männigen. Die werde ich dann hier... Zack. Ach, hör doch auf, die Bürger abzuschießen. Mensch, Raketenwerfer. Wirklich. Ach, verdammte Kacke. So. So, dann kommst du und schießt auf den Bunker. Aber das ist ein Tarnbunker, das heißt, der ist nicht direkt weg. Nee, seht ihr? Die halten mehr aus, die Teile. Aber sollte passen. Zack. So. Und hier. Warum hat denn der den ersten Schuss? Ach, verdammt. Oh, wir brauchen Silos? Okay, dann bauen wir jede Menge Panzer. So, 10 Stück. Um genau zu sein. Dann schießt das Ding da oben ab. Zack. So, ach du Kacke. Okay, brauner Spieler. Du bist Geschichte. Der Gubi-Panzer ist direkt platt. So. Sehr geil, Leute. Was war das für eine Lieferung? Ach du Scheiße. Okay. Überfahren. Überfahren. Los. Überfahr den. Einmal Wasser drüber kippen. Interessant, ne? Schaut euch das an. Wie die KI hier arbeitet. Aber mit zwei Sammlern. Ah, sehr gut. Schön drüber gefahren. Oh Mann. Leute, ach, guck mal, den Conker, das ist schon was. Das macht schon echt Spaß. So, wir können weiter spionieren, Leute. Seine Basis ist nämlich hier hinten, wie ihr seht. Och, da kommt er mit Schiffen an. Wow, schaut euch das an. Da kommt er mit Schiffen an. Das ist natürlich nicht so toll. Gut. Dafür werde ich U-Boote brauchen.
Ich hoffe, der kommt nicht direkt angeschissen, weil das wäre mies. Das steht ja schon wieder mit Mannequin. Was will er denn damit jetzt hier? So, werf die mal ab dahin. Ach, verdammt, da sind so viele Raketentypen dabei. So, dann einfach direkt überfahren. Sehr gut. Schön einfach eiskalt überfahren hier. So. Können wir mit der alten Grafik nochmal spielen hier. Oh Gott. Oh Gott. Leute, das ist schon echt übel. Hier wieder. Die drehen am Rad hier, ey. Ich glaube, ja. Die haben zu viel Morphium geschluckt. Ah ja, okay, aber die. Da hat die Tesla-Spule ausgeholfen, das ist schon mal sehr gut. Was ist das hier? Ah, okay, ein Schiff. Ja, alles klar. Gut, Leute, dann würde ich am liebsten sagen, Optionen sehr schnell. Aber das bringt ja nichts. Schade, dass es sehr schnell nicht funktioniert. Okay, gut, egal. Währenddessen können wir dann einfach hier weiter die Karte erkunden. In Ordnung. Wir brauchen nämlich einiges an U-Booten hier, wie ihr seht. In Ordnung. Da versucht das wieder. Hier. Mit Mannequin, ja, viel Spaß. Viel Glück. So, Leute, wir. Da kommt doch schon wieder mit dem Scheiß. Fallschirmbomben, komm mal bitte hier hin. Wer hat da geschossen? Der Bombe kommt von links. Das ist gut. Nur die treffen halt nicht immer, ne? Das ist das. Bei dem Bomber gibt es auch noch eine Besonderheit. Und zwar, der Bomber kommt immer aus dem entferntesten Punkt der Karte. Unzureichende Finanzmittel. Da der meistens über einer gegnerischen Basis liegt, so wie hier, ist das suboptimal. So. Was will er denn jetzt mit dem einen Kanonenboot da? Könnt ihr da hin? Oh, geil! Ihr könnt da hin, ja, dann schießt den ab. Sehr gut, Leute. Dann schießt den mal kaputt da. Geil! Cool. Das ist geil. Zack. Weg damit. Hätten die auch? Die hätten auch alle. Ne? Ach, verdammt. Egal. Leute, schießt diese Mannequin platt. Schön drüber gerollt. Sehr gut, ey. Einfach so leise, so zack. Einfach eiskalt. Drüber rollen hier. Geht ihr mal dem nach? Nicht entkommen lassen, seid ihr denn blöd? Da ist noch ein Raketenhaini. So, Leute. Ja, im Moment ist nicht so viel gebacken hier tatsächlich, weil die Kohle halt nicht so fließt. Ne? Das ist halt extrem weit weg, das Erzfeld. Aber den kriegt ihr, den kriegt ihr. Ach, sehr geil. So, liebe Leute. Dann könnt ihr versuchen, mal hier die platt zu machen. Da. Los. Mach die platt. Ach, verdammt. Oh, scheiße. Nein. Ach, du Penner. Da hat ein Sammler von mir weggenommen. Ist doch unfassbar. Unglaublich, ey, wirklich. Gut. Dann alles abbrechen. Alles abbrechen und noch ein Sammler. So, da muss ich hier auch noch mal reparieren. Dann würde ich sagen, macht ihr die mal platt da, diese Kacke da. So. Und hier drauf fahren, bitte. Diese Mannequin, die gehen echt auf den Sack. So, liebe Leute. Okay, der nächste Sammler ist fertig. Schon mal sehr gut. Die Kohle geht hier echt zu Ende, ne? Das ist unglaublich eigentlich. Was kommt da jetzt? Mit Dieben! Ja gut, dann überfahrt die einfach und machen die mal alle platt hier. So. So, zack und zack und zack. Ja, einfach die Panzer können wir einfach nutzen, um hier reinzurollen. Warum denn eigentlich nicht? So, was soll denn der Geiz hier? So, zack. Oh Gott, oh Zerstörer. Ne, die kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Was zur Hölle machst du da? Ah, haut doch ab, Mensch! Ach, verdammt. Boah, die Zerstörer sind schon echt krass gegen Panzer. Meine Güte. Gut, dann Werkstatt bitte.
Bitte nicht auf den Sammler, ja? Weil das wäre echt unfair. So, liebe Leute. Ach, die sind von hier oben, ne? Ja, ja, die sind von da oben. Wird repariert. Ich habe nämlich nicht so viel Kohle hier. Das ist das Problem, ey. Ich habe keine Kohle hier, wirklich. Deswegen zieht sich das Ding nämlich auch hier. Wird repariert. So. Alles klar. Wir haben Fallschirmtruppen. Einheit repariert. Sammler, überfahr die einfach oder ja, keine Ahnung. Gut. Verstärkung. So, zack. So. Ihr macht das schon, ne? Macht halt diese ganzen Männchen hier platt. Zack. Sehr schön, liebe Leute. Dann würde ich sagen, auf den Minenleger mal die Bomben. Mal gucken, ob er trifft. gut, schwere Panzer bitte. Nein, er trifft leider nicht. Schade, Leute. Aber der Minenleger macht irgendwie nichts mehr. Ne, das ist witzig. Okay, mach einfach Raketenwerfer. Sechs Kampfpanzer, so. Ja, Leute, das hier zieht sich leider ein bisschen, weil die Kohle hier so lange braucht. Das kann ich auch nichts dran machen, leider. So, aber die drei Männchen, die... Hörst du auf? Böses Schiff. Böses Schiffchen. Und ja, zwei U-Boote gegen zwei Zerstörer. Ich weiß es nicht, ob das ausreicht. Und zwei Raketenwerfer. Wieder kein Geld? Oh Mann. Zwei U-Boote gegen drei Zerstörer oder was, ne? Ach, verdammt. Zwei U-Boote gegen drei Zerstörer. Ich glaube nicht, wie gesagt, dass das ausreicht, aber gut. Das reicht doch nicht. Ja, die halten so viel aus. Das ist. Ja. Ja, ja, komm. Pff, toll. Oh Mann. Und einfach drüber fahren. Sehr gut. So muss man das machen, lieber Sammler. Gut. Dann versuch halt mit diesen Flugzeugen diesen Minenwerfer platt zu machen. Ey, das ist ja nicht wahr. So, die schießen aber zu früh. Das ist das Problem, Leute. Oh! Was soll das denn, Leute? Ach, diese Manneken da, ne? Das ist Kacke. Aber gut, egal. So, weiteres Spionageflugzeug. So. Ah, ich habe eine Idee. Um mal an ein bisschen mehr Kohle zu kommen hier. Mach mal die Kirche platt. Weil vielleicht ist da Kohle drin. Oder auch nicht. Ja, schade. Schade, Leute. Egal. Dann machen wir halt hier die ganzen Gebäude platt. In der Hoffnung, dass hier irgendwo Geld ist. Weil hier gibt es nämlich auch keine Ressourceninsel oder so, ne? Nee. Oder? Ist hier irgendwo eine Kiste auf einer dieser kleinen Inseln? Das habe ich nämlich in einem YouTube-Video beim letzten Mal gesehen. In der fünften Mission gibt es eine Geldkiste auf einer kleinen Insel. Beziehungsweise eine Heilkiste. Und das ist sehr hilfreich, wenn man die Kiste sammelt. So. Warte, kaputt alles. Einfach alles im Arsch machen hier, so. Ich hab wieder kein Geld. Ja, ja. Ach, mach die Bürger platt. Wir sind ja die Bösen hier. Oh, da kommt er mit zwei Panzern. Ja, das soll er mal versuchen, komm. Das soll er mal versuchen. So. Überfahrt ihr die? Nee. Okay, sehr gut. So. Ja. Den einen kriegt ihr, oder? Oh, das war... Oh, schade. Egal. Leute, sammelt euch mal bitte hier drin. So, weitere Kampfpanzer. Ich muss den einfach gleich überrollen. Die Sammler, die haben da unten kein Geld mehr. Da sammeln wir jetzt vorm Gegner. Ja, das ist natürlich immer lustig. Aber ich würde sagen, Sammler, sammeln mal hier oben. Am besten nicht an den Panzern vorbei. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Manneken, schieß mal die Platte da los.
Nein, 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 nein. Diesen Panzer da platt. Schieß ihr den mal platt? Hör doch mal auf hier. Penner. Wirklich. Gut, dann halt die Bomben. Bomber, komm. Mach den platt hier. Und zack. Oh, sogar fast weg. Alles klar. Ach, was für eine Mucke. So, liebe Leute, dann macht ihr den mal weg. Den mir mal weg und den da weg. So. Dann kann der Sammler nämlich gleich hier hoch. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Der macht die platt, ne? Oh, was für ein Arsch. Was für ein Arschloch. Sorry für den Ausdruck, aber es ist wirklich... Was für ein Penner. So, schieß den weg da. Ich habe keine U-Boote hier unten. Hört ihr mal auf? Hört ihr mal auf? Was soll das denn? So, meine Güte. Mach mal Pause da. Alles mal reparieren hier. Verdammt. Ich dachte, da kann man mit diesem Trupp auch schon losgehen gleich. Weil so viel ist das nicht mehr. Wir brauchen noch eine Tesla. Spule. Und... Ah, hat der Gegner eigentlich noch... Aha, was versucht dann da jetzt? Was versucht dann da? Terminwilliger. Oh mein Gott. Das ist ganz schön schnell, das Ding. Auf den Sammler will der. Wie geil. Der will auf den Sammler. Ja gut, aber das kannst du vergessen. Du bist jetzt kaputt. So, liebe Leute. Alles klar. Jo. Ich glaube nicht, dass dieser Angriff hier ausreicht. Weil er hat hier echt einiges. Schaut euch das an, Leute. Was ist das denn da für ein Transporter? Ist das ein Träger, Kollege? Ist das ein Träger, der nicht getriggert hat, oder was? Der ist jetzt weg. Weg, mein Freund. Weg damit. Oh. Aber nicht selber platt machen. So. Weg damit. Und zack. Und zack, genau. So, dann hier unten die Tesla nachbauen. So. Alles klar. Muss ich den hier noch reparieren? In Ordnung. Und dann baue ich ab jetzt eigentlich noch U-Boote. So, zwei Stück. Ja. Hat er noch einen Sammler? Der hat tatsächlich noch zwei Sammler. Gut, Leute. Dann haben wir in dieser Mission tatsächlich zwei Folgen verbraucht, beziehungsweise zweieinhalb. Ja, ist eine längere Mission, aber auch machbar, wie ihr seht. Also das ist ja wirklich... Es ist machbar. Oh, was ist denn hier los? Warum qualmt denn der? Nicht rauchen, Sammlerfahrer. So, alles klar, Leute. Und ja, wie gesagt, CNC, meine Güte, das macht ganz schön Spaß, muss ich sagen. Vor allem, wenn es so gemütlich ist wie in der Hauptkampagne. Ich glaube, das Add-on wird hier auch wieder ganz schön knackig werden. Und ja, dann haben wir gleich die ganze Karte erkundet. Brauchen wir noch mehr Verstärkung hier, bitte. Zack. So, liebe Leute, dann macht die alle platt. Da, zack, zack. Zack, zack. Ja, mit dem Mannequin kann er gerne kommen. Macht diesen Minenleger platt. So, Batz. Boah, da ist ganz schön viel Artillerie da. Okay, dann mache ich jetzt mit dem Mannequin hier seine Vorhut platt. Ja, warum eigentlich nicht? Gut, liebe Leute. Oder mit dem Bomber, ganz genau. Mit dem Bomber mal hier drauf. Mal gucken, ob der trifft. Ah, genau dazwischen. Das ist ja wohl... Ja, das ist manchmal das Blöde an dem Spionageflugzeug. Es trifft halt nicht immer. So, liebe Leute. Gut, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge den finalen Angriff hier auf die Alliierten. Jo. Die Manneken, die können sich nochmal um diesen Minenleger da kümmern. Diesen Minenleger da, genau. Und um diesen Gummipanzer. So. Aha, die können sogar hier so ein paar Sachen platt machen. Das ist schon mal sehr gut. Ach, diese Artillerie da, das ist natürlich... Gut, Leute, haben wir die ganze Karte erkundet. Auch nicht schlecht.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Leute, dann würde ich sagen, lasst mal doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.